you done done, yet you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool gun run out, I'll be giving it my best, and nothing's gonna stop us but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some. Das da drüben ist mein Bruder Daniel. Man sieht es kaum, ein bisschen manchmal. Und wir vier, wir kennen uns wirklich schon seit Kindertagen, also wirklich aus dem Sandkastenalter. Und uns hat es dann irgendwann in die vier Winde verstreut, also mit dem Studium, den Frauen, der Arbeit. Und jetzt wohnt eben mein Bruder Daniel in Prien am Chiemsee, der Elias wohnt in Kaiserslautern, der Tobias wohnt in Heidelberg und ich in Basel. Das heißt, eigentlich würden wir uns sehr selten sehen. Und deswegen haben wir die Bohemians gegründet, um uns eben wieder sehen zu können. Und daraus ist wirklich etwas entstanden, was jetzt groß um die Runden geht und wo wir viel Spaß dabei haben. The Bohemians, der Name ist entstanden ein bisschen aus dem Lifestyle, den wir in unserer frühen Zeit hatten. Wir haben ganz viel auf der Straße gespielt, wir haben, sind in schöne Gegenden gefahren, haben dort in Restaurants gespielt, auf Hut hauptsächlich. Und dann hat sich halt am Ende des Tages so ein bisschen entschieden, ob wir jetzt zwischen den Weinreben übernachten oder ob wir eben vielleicht doch eine Ferienwohnung uns irgendwo erspielt haben. Und so ist es dann zu den Bohemians gekommen. Dass wir, egal wo wir auftreten, ob Hochzeit oder Firmen-Event oder auch hier jetzt am Filmset, dass wir völlig unverstärkt und ohne Effekte spielen. Und das hat so ein bisschen mit unserer eigenen Überzeugung zu tun einerseits, nämlich dass wir finden, dass in einer Zeit, wo alles immer elektronischer wird, was man aufs Ohr bekommt, dass es eigentlich einen gewissen Gegenpol braucht, nämlich wirklich vom Instrument direkt ins Ohr. Und das wird uns, das würdigen die Leute, das schätzen die sehr und deswegen kommt das so gut an. Und das andere ist natürlich, dass wir früher in den Bands, in denen wir gespielt haben, da könnt ihr den Tobi fragen, der Bass gespielt hat, da mussten wir riesen Amps schleppen und riesen Equipment aufbauen, Stunden vorher da sein. Das ist alles vorbei, wir kommen an und wir spielen und gehen wieder. Und das macht das Ganze auch irgendwie ja, entspannt und wir können uns auf das Wesentliche konzentrieren. Come on like a dream, your features are green, your lips like strawberry bun. Stop, you walked out of my dream and into my heart.
Rock'n'Roll, Chanson, Schlager, die Juwelen der Band, der Musikgeschichte der letzten 100 Jahre, kann man sagen. In vier Sprachen. Oh ja. In vier Sprachen. Ja. Französisch, Italienisch, Deutsch, Englisch. Englisch. Genau, das war's. Und es ist eigentlich so, dass wir geschaut haben, so ein bisschen in der Historie der Musikgeschichte, welche Lieder uns gefallen, vielmehr. Und haben die dann auf unsere Art und Weise interpretiert. Und ich denke, dass der Schlüssel dazu, dass wir einfach uns so gut verstehen und dass das alles so funktioniert und wir so auch viel Zeit miteinander verbringen können, ist der, dass das, was wir tun, uns auch wirklich Spaß macht. Also es gibt eigentlich keinen Moment, wo wir uns fremdschämen müssen und irgendwas spielen sollen, was wir eigentlich nicht spielen wollen. Oder wenn das so kommen sollte, sagen wir meistens nein.